Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du, dass du wieder reingeklickt hast. Vor einiger Zeit habe ich bei Genau zwei super interessante Uhren filmen dürfen. Eine habe ich euch schon gezeigt. Heute kommt die zweite aus diesem Paket und zwar handelt es sich um die Genau Duo Polarnacht. Eine Uhr, die mich vor echte Herausforderungen gestellt hat, weil das Blau dieser Uhr ist so unglaublich intensiv und so beeindruckend, dass ich wirklich extrem viel rumprobiert habe, um das Blau auch nur halbwegs ordentlich wiedergeben zu können. Das Problem dabei ist, dass jeder Monitor und jedes Gerät, auf dem man schaut, die Farben etwas anders darstellt. Ich habe es also auf mehreren Geräten mir angeschaut und habe versucht, den bestmöglichen Kompromiss zu finden. Ich kann euch nicht versprechen, dass das Blau 1000%ig wirklich das Blau ist, das ihr seht, wenn ihr die Uhr bestellt oder euch real anschaut. Ich habe einfach versucht, so nah wie möglich an das Original zu kommen. Eine Uhr, die ich richtig, richtig klasse finde, aber schaut euch die Bilder doch einfach selber an. Bevor wir uns auf die Maße und die technischen Daten stürzen, klären wir kurz die Frage, warum diese Uhr Duo-Indikator heißt. Über dem 8-Uhr-Index seht ihr ein kleines Feld, welches jetzt gleich ganz rot ist und im Laufe einer Sekunde ständig Form, Füllung und Farbe wechselt. Was ihr zentral laufen seht, etwas anderes komme ich gleich zu. Jetzt seht ihr einen senkrechten Strich, das ist quasi die volle Sekunde. Und das Feld verändert jetzt permanent seine Form als Funktionskontrolle, ob die Uhr läuft und ob die Sekunde sich tatsächlich bewegt. Ich habe im Vergleich dazu ganz bewusst die Stoppsekunde mitlaufen lassen, um euch beide Funktionen zu zeigen. Das heißt, die zentral laufende Sekunde ist nicht die Zentralsekunde der Uhrzeit, sondern die Sekunde der Stoppzeit. Die Uhrzeit wird über das kleine rot-weiße Feld unter dem Genau-Logo angezeigt. Rot-weiß, daher Duo-Indikator. Daher kommt der Name der Uhr, finde ich, sehr charmant gelöst und erlaubt eine wunderbare Symmetrie des Ziffernblattes. Schauen wir uns kurz die Maße der Uhr an. Die Uhr hat einen Durchmesser von 42,7 mm bei einem Bandanstoß von 22 mm und einer Bauhöhe von respektablen 15,35 mm. Verbaut ist ein Sellita SW 500 Top mit einer Gangreserve von 60 Stunden. Die Uhr ist bis 200 Meter wasserdicht und hat auf der Frontseite ein von innen entspiegeltes Saphirglas sowie eine rastende, hartstoffbeschichtete Lünette. Ja, was gefällt mir an der Uhr? Komme ich gleich drauf. Jetzt schauen wir uns erstmal das Gehäuse an. Wir haben hier ein satiniertes Edelstahlgehäuse mit einer Oberflächenhärtung von 1200 Wickers. Oberflächenhärtung heißt nicht beschichtet, sondern das Material selber ist gehärtet und damit ist die Uhr ausgesprochen kratzfest. Die Krone ist dreifach abgedichtet, die Drücker sind geschützt, aber nicht verschraubt, wodurch die Uhr sicher, aber gleichzeitig auch schnell und leicht zu bedienen ist. Die Krone hat einen Kronenschutz, der ebenfalls satiniert ist und sich wunderbar in die Uhr einpasst. Ja, jetzt schauen wir uns mal kurz an, wie die Zeiger gesetzt sind. Das ist vielen sehr wichtig. Ich nutze zur Zeigersetzung hilfsweise die Stoppsekunde, weil die Uhr ja keine zentrale Sekunde der Zeitanzeige hat. Dann können wir sehen, ob da alle drei Zeiger gut gesetzt sind. Ich habe das jetzt entsprechend gestoppt und drehe die Zeiger auf die 12-Uhr-Position. Oh, jetzt springt das Datum. Das heißt, wir hatten gerade den Tagwechsel. Noch eine kleine Runde, damit ich nicht in das Datumswerk eingreife und gegebenenfalls etwas kaputt mache. So, kurz zurück. Und wir können sehen,
dass die Zeiger wirklich perfekt gesetzt sind bei einer Uhr, die aus dem Verkaufsraum, aus der Auslage kommt, die schon viele Leute in der Hand hatten, die gar nicht meines Wissens nach die Prüfung für die Kundenauslieferung durchlaufen hat. Und trotzdem sind die Zeiger absolut perfekt gesetzt. Die Uhr ist im Verkauf ab einem Preis von 2146 Euro. Je nach Bandwahl, Schließenwahl und anderen Varianten kann das natürlich nach oben gehen. Angesichts des gehärteten Gehäuses und der unglaublichen Kratzunempfindlichkeit, worum ist es richtig, und der hartstoffbeschichteten Lünette, finde ich das sehr gerechtfertigt und in keiner Weise überteuert. So, jetzt zeige ich noch kurz den Chrono, wie er startet und wie er resettet. Auch das absolut problemlos. Ihr seht, kurzer Drücker, der Chrono startet und genauso lässt es sich stoppen und resetten. Das Ganze ohne Aufschrauben der Drücker, was mir persönlich sehr entgegenkommt. Ich möchte euch auch gerne zeigen, wie die Uhr an meinem auf mittlerweile 17,5 cm angefutterten Handgelenk sitzt. Dafür muss ich meine Mühle Rescue Timer abnehmen, die Stahlversion, sozusagen die kleine mit 42 mm. Gegen den Duo-Indikator wirkt sie aber sehr viel kleiner als nur einen Unterschied von 0,7 mm. Ziehen wir die Uhr mal an meinen Arm und dann zeige ich euch, wie dieses wahnsinnige Dunkelblau des galvanisierten Ziffernblattes, mein Gott, ich krieg's doch gar nicht richtig raus, wirkt. Es ist wunderbar, es changiert von Aubergine über Königsblau in alle möglichen Varianten, richtig super. Und auch wenn die Uhr an meinem Handgelenk gut zu sitzen scheint, mir ist der Horn-zu-Horn-Abstand von 50,2 etwas zu viel. Ansonsten ist das eine Variante, die mich wirklich restlos begeistert. Ein wunderschönes Blau, eine super Komposition. Ein herrlich symmetrisches Ziffernblatt, auf das ich aber gleich nochmal etwas näher eingehe. Vorher gehe ich noch kurz in die Ecke von Guinan und zeige euch die Uhr in der Schwarzlichtbox. Wenn man bei Herstellern ist, ist es immer etwas schwierig, die Uhr tatsächlich auch im Nachtbild zu zeigen. Guinan hat dafür eine Schwarzlichtbox. Da sind die Reflexionen etwas anders, aber man sieht zumindest, wie das Nachtbild designt ist. Natürlich sieht man etwas mehr, wie das Datum, das Logo und auch Zeiger, die das Schwarzlicht reflektieren. Aber man sieht auch die Indizes auf 10, 11, 7, 8, 1, 2 und 4, 5. Und das in Verbindung mit den Zeigern erlaubt eine sehr gute Ablesung. Mir gefallen auch die blauen Leuchtmassen der Indizes und Zeiger wirklich sehr gut. Insgesamt eine wunderschöne Uhr. Ich habe mehrfach jetzt schon die Symmetrie des Ziffernblattes angesprochen, mit den beiden Totalisatoren auf 12 und 6, sowie der weißen Tag-Datum-Anzeige und dem weißen Logo auf 3 und 9, finde ich, dass die Uhr eine wirklich ausgesprochen schöne Kreuzsymmetrie hat, die nur durch den Duo-Indikator unterbrochen wird. Mir gefällt das wirklich richtig gut. Und sollte es diese Uhr mal irgendwann in einem 40 mm Gehäuse oder 41 mm Gehäuse von Guinan geben, da käme ich wahrscheinlich echt ins Kämpfen, denn ich bin von der Uhr sehr begeistert. Ein wunderschönes Stück, die auch mit ihrer Bauhöhe dank des gerundeten Bodens nicht zu hoch am Arm aufträgt. Nominell sind die 50 mm natürlich ein Brett, aber der Boden ist etwas gerundet und dadurch senkt sich die Uhr ein klein wenig in den Arm, sodass sie nicht in der vollen Höhe auf dem Arm sitzt. Mir gefällt das. Die Guinan Duo Indikator Polarnacht. Entschuldigung, dass ich das so ausdrücke. Geile Uhr. Ich finde sie einfach richtig klasse. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Bleibt gesund, erfreut euch an euren eigenen Uhren und freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.